Hi Leute und herzlich willkommen zum ersten reinen Online-Part von Let's Play Super Mario Maker. Wir haben beim letzten Mal, ja, den letzten Nintendo World Championship Level abgeschlossen und etwas erhalten, was ich gar nicht betiteln kann, was es sein soll. Und spielen jetzt erstmals online. So, ich kann mich mit dieser ganzen Suche hier noch nicht aus. Was ich sehr schade finde, ist, dass man nicht nach Begriffen suchen kann. Wenn man weiß, da ist ein cooles Level dabei, dann kann man nicht direkt danach suchen, sondern man kann quasi nur nach diesen Codes hier suchen. Von diesen Codes habe ich aber tatsächlich einen von einem Zuschauer bekommen bislang. Ich nehme das, wie gesagt, noch am Release-Tag auf. Auch diesen ersten Online-Part. Das heißt, ich habe momentan, noch keine weiteren Kommentare, außer die zum ersten Part bekommen. Deswegen kann ich bislang auch nur die einlösen. Also gebe ich mal kurz den Code ein, den ich von einem Abonnenten bekommen habe. Ich werde da einmal nachfragen, wenn derjenige damit einverstanden ist, dann werde ich den ganzen Code auch einmal in der Videobeschreibung dazu schreiben, wenn er nicht gleich irgendwo angezeigt wird. Das Ganze ist vom National Gamer 11 oder National Gamer 11, je nachdem wie er ausgesprochen werden möchte. Und wir schauen uns das einmal an. Achtung, Peaks-Gefahr hat das Ganze genannt. Und dann spielen wir es einfach mal, ne? Sieht man hier irgendwo, wie das Ding heißt? Nein, der Code wird hier nicht angezeigt. Okay, wie gesagt, wenn ich werde dann einmal nachfragen, wenn du damit einverstanden bist, dann werde ich den Code eventuell in die Videobeschreibung schreiben. Und wir sollen uns hier quasi einmal durch dieses Labyrinth durchbewegen. Vermutlich, denke ich mal. Es gibt keine Blooper, keine Cheap Cheats bis hierhin. Da gibt es sogar noch mal einen Stern und eine Feuerblume. Dann schauen wir mal. Es ist aber, wie gesagt, auch noch der Release-Tag. Das heißt, es haben doch nahezu keine Leute wirklich Erfahrung mit Level-Basteln, die das noch nicht weit vor Release bekommen haben. Das heißt, wir werden jetzt hier nichts erwarten können, was alles und jeden vom Hocker haut. Okay, das ist quasi ein Alternativweg, um die Feuerblume und den Stern zu bekommen, denke ich mal. Okay, können wir damit jetzt einfach hier durch? Nein, können wir leider nicht. Okay. Egal. Bewegen wir uns dann einmal hier einfach lang. Mit der Feuerblume sollte das alles gar nicht mehr so schlimm werden, weil wir jetzt ja quasi... Wow, okay. Da werde ich aber auch gleich mal übermütig. Weil wir uns jetzt theoretisch zwei Gegentreffer erlauben können. Wie gesagt, übermütig sollte man aber nicht werden, weil dann haben wir jetzt gleich auch schon unsere beiden Gegentreffer bekommen. Geil. Super. Egal, versuchen wir es etwas kleiner. So, haben wir eh nicht so eine große Hitbox. Er hat natürlich den Vorteil, dass er weiß, welcher Weg der richtige ist. Ich nehme jetzt einfach mal den mittleren, der ist natürlich falsch. Sieht so aus, als wenn der obere der richtige ist. Oder? Na? Könnte auch der untere gewesen sein. Da ist auf jeden Fall ein Blooper. Wenn das jetzt eine Sackgasse ist, dann sind wir tot, weil wir nicht mehr zurückkommen, ohne dass uns der Blooper erwischt. Oder der Blooper erwischt. Okay, der untere scheint tatsächlich auch eine Sackgasse gewesen zu sein und eine ziemlich gemeine, weil er so riesig lang ist. Noch ein Blooper, noch ein Blooper. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Wie weit geht denn das hier noch? Da ist das Ziel. Sehr schön. Damit hätten wir das Level auch. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, mir weitere Level zuschicken zu lassen, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare machen. Wie gesagt, ich werde ihn fragen, wenn ihr wollt, wenn er damit einverstanden ist, werde ich den Code einmal in die Videobeschreibung posten, wenn ihr das Level selber mal probieren wollt. Und kommentieren wir das Ganze mal. Einfach, damit er Bescheid weiß, dass ich das Level gespielt habe. So, was schreibe ich denn einfach mal? Du hattest die Ehre, das erste Online-Level zu stellen. So. Online-Level zu stellen. Ausrufezeichen. Und dann nochmal bedanke ich mich für die Einsendung. Vielen Dank. So. Nee, das war falsch. So. Jetzt muss ich nicht vertippen. Sollte hinhauen. Vielen Dank. Definitiv verfasste Inhalt wird nun gesendet. Sollte Spoiler enthalten. Nein, enthält keinen Spoiler. So. Danke sehr. Ja, er wurde erfolgreich gesendet. Jetzt lass mich weitermachen.
So, du hattest die Ehre, das erste Online-Level zu stellen. Danke. Und dann schauen wir uns mal ein paar Level an, die ich bereits schon privat gespielt hatte mal. Und ich finde, dass wir die definitiv mal anschauen sollten. Und ich weiß gar nicht, kann man das irgendwo sehen? Bereits gespielte Level, da gespielte Level. Kann man tatsächlich sich das mal angucken. Und da gab es ein paar, die mir echt gut gefallen haben. Zum Beispiel, das hier war ganz okay. Das war ziemlich cool. Aber wir machen erstmal das, was ich in einem Part schon mal erwähnt habe, dass es mich echt motiviert hatte, nachdem ich da ein paar Mal gestorben bin. Das war Shy Guy Rides Again. Das hat mir echt gut gefallen. Da habe ich auch gleich mal meinen ersten Stern damals für vergeben. Und ich fand es, wie gesagt, echt coole Idee. Es gibt einmal den Shy Guy Amiibo, den ich vorher gar nicht gekannt habe. Und die Idee, auf diese, von diesen runterfallenden Plattform auf die nächste runterfallende Plattform zu springen, finde ich einfach ziemlich cool. Okay, da habe ich jetzt ziemlich gefailt. Aber die Idee fand ich einfach unfassbar genial. Und ich habe da am Anfang so megamäßig gefailt. Ihr wisst ja, wie unfassbar scheiße ich in den ersten Parts war. Okay, so unfassbar scheiße, wie ich jetzt gerade bin. Ich sollte mich, glaube ich, mehr konzentrieren. Ich habe damals auch sehr, sehr viele Anläufe gebraucht, um überhaupt den ersten Sprung hier im Fallen hinzukriegen. Alter, was mache ich denn jetzt? Meine Fresse. Eine schwierige Stelle kommt eigentlich erst noch. Aber gut, wie ihr online seht, sehen wir die Miiverse-Beiträge von den Leuten an den Stellen, an denen sie sie geschrieben haben, auch alle eingeblendet. Und die Kreuze unten sagen, wie viele Leute da verreckt sind. Also doch einige. Es werden, glaube ich, nicht alle Kreuze angezeigt, weil ja mehrere tausend Leute teilweise Level gespielt haben. Wenn da mehrere tausend Kreuze angezeigt werden würden, dann sehe das, glaube ich, scheiße aus. Was mache ich denn jetzt? Warum schaffe ich das denn nicht mehr? Okay, ich sollte mich echt konzentrieren. So, es wird öfter mal vorkommen, dass wir in Online-Leveln ziemlich failen. Ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwann mal cutten werde. Vielleicht werde ich das jetzt auch schon schneiden. Ich weiß nicht. Weil 59 mal den Sprung hier zu sehen, ist eventuell ein bisschen langweilig. Konzentration! So, jetzt haben wir's. Na also, ging doch. Mussten wir gar nicht cutten. Wunderbar. Ich fand es ziemlich, ziemlich cool und das hat mich damals tatsächlich echt motiviert. Und dadurch bin ich, glaube ich, extrem sicherer geworden, was die Sprünge in normalen Super Mario Bros. Angelangt hat. Weil seitdem habe ich eigentlich nicht mehr wirklich hart gefailt im normalen Super Mario Bros. Leveln. Das hat mir, glaube ich, echt geholfen. Deswegen, da habe ich, wie gesagt, meinen ersten Stern für vergeben, weil ich die Idee einfach unfassbar cool fand. Und das so auch vorher noch nicht gesehen hatte. Jetzt schauen wir uns, wie gesagt, an, was mir noch im Kopf geblieben war. War auf jeden Fall irgendwas mit, wie hieß das? Can't beat this one? Nee. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr bei meinen gespielten Leveln. So, wo war denn das? Das Zelda, das gucken wir uns hier einmal an. Das fand ich auch ziemlich cool. Glaube ich zumindest. Irgendwas war noch Secret of the Blablabla. Wo es halt echt lange gedauert hat, bis man auf die Idee gekommen ist. So ein bisschen nerven die Miiverse-Beiträge teilweise aber schon. So. Gehen wir mal als Link hier durch. Und zeigen uns unser Triforce. Na, komm schon. Willst du mich verarschen? Komm schon, Link. Jawohl. Schnell. Dann einmal hier durch. Den müssen wir losschicken und dann direkt wieder hoch, sonst wird er uns kaputt ballern. Ist auch wieder ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Deswegen weiß ich gar nicht mehr genau, was uns in manchen Sachen hier erwartet hat. Okay, fix this part. Warum sollte man diesen Part fixen? Der ging doch eigentlich. Ich hätte da eigentlich keine so großen Probleme mit, wie die Leute, die sich da unten die ganze Zeit drüber aufregen. Okay. Was war hier nochmal? Irgendwas war hier doch. Ach, hier gab es einen Stern. Ja, den musste man auch nutzen. Ich erinnere mich.
Also, Beeilung? Nein! Scheiße! Jetzt haben wir unser Link-Kostüm verloren. Beim letzten Mal bin ich sogar mit Link-Kostüm ins Ziel gekommen. Hier muss man sich beeilen, weil der Stachy sonst hinter einem her ist. Und tada! Alles klar, leider nicht ans linke Ziel gekommen. Da sind wir ein klein bisschen zu langsam mit dem Stern gewesen. Aber ansonsten fand ich die Idee ziemlich cool. Aber die Mimas-Beiträge, die muss man eigentlich irgendwie ausblenden können, weil die nerven echt. Die kann man bestimmt auch irgendwie ausblenden. Ich habe die Option noch nicht gefunden. Ja, wie gesagt, gefiel mir auch sehr gut. Was gefiel mir denn noch sehr gut? Kann ich irgendwo nochmal auf mein Profil gucken, wo ich Sterne vergeben habe? Gespielte Level. Man sieht halt nur, welche ich abgeschlossen habe. Nicht mehr, wo ich Sterne gegeben habe. Ne? Das ist eigentlich ziemlich schade. Don't Touch the Shrooms war eher nicht so hart. Das Labyrinth Fortune können wir auch nochmal kurz spielen. War jetzt aber auch nicht so das Level, wo ich sagen muss, hey, mega hammergeil, aber war trotzdem okay. Ist halt ein Labyrinth, ne? Muss man halt irgendwie durch. So. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo es lang ging, aber es war beim letzten Mal auch nicht so schwierig. Weil man kann ja halt nicht sterben. Was man hier als Schwierigkeit hätte machen können, ist, dass man den Timer da oben einfach ein bisschen verlängert hätte. Also, dass man den hier ein bisschen Zeitdruck reingemacht hätte, indem man halt zum Beispiel nur 60 Sekunden Zeit lässt oder so, dann hätte das auf jeden Fall auch ein bisschen Schwierigkeit gehabt, das Level. Und so ist es halt wirklich einfach nur durchlaufen und fertig. Bin ich hier sogar richtig? Ich weiß es gar nicht mehr. Hey, was soll das, Mario? Ich glaube, hier bin ich falsch. Ja, hier bin ich auch falsch. So, wir müssen nämlich da hoch. Willst du wohl mal? Willst du wohl? Ich glaube, Mario will mich gerade ein bisschen verarschen. Okay, es gab verschiedene Wege. Diesen Weg bin ich beim ersten Mal definitiv nicht gegangen, aber an die Stelle hier würde ich mich erinnern. Na also. Komm. Schon? So, ich bin nämlich am letzten Mal von da unten gekommen. Also von da links. Da links bin ich beim letzten Mal hochgekommen und bin dann hier lang. So. Also es gibt verschiedene Wege durch diesen Labyrinth. Durch dieses Labyrinth, wie es aussieht. Ist jetzt, wie gesagt, nicht das Schlimmste, durch das schlechteste Level ist jetzt aber auch keins, was ich jetzt unbedingt sagen muss, das müsste gespielt haben. Es war halt okay, habe ich deswegen auch keinen Stern für vergeben, aber es war ein Level, was man durchaus mal zeigen kann, um zu zeigen, was es hier alles so auch möglich ist in diesem Spiel. So. Was war denn? Das muss ich jetzt nochmal suchen. Ein bestimmtes Level suche ich jetzt noch, was ich ziemlich cool fand. Das hier war wieder so ein Automatic-Level, wo man nichts drücken muss, glaube ich. Cheap-Cheap-Level, das habe ich tatsächlich nicht beendet, weil nach den Cheap-Cheeps, die habe ich alle geschafft, kamen nochmal drei Hammerbrüder und die sind mir so auf den Nerven gegangen, dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Das war's, Mystery of the Spiny Castle, das fand ich ganz cool. Weil es halt echt eine coole Idee hatte, muss man ganz ehrlich sagen. Es hatte echt eine coole Idee, es hat einen halt mega verwirrt. Und als erstes lässt man hier das Ding runterfallen. So, hier oben kommt man momentan nicht ran. Das habe ich auch alles kapiert, was jetzt hier kam. Wir schießen das Ding dahin. Und schießen dann den in diese Richtung. Warten, bis er zurückkommt. Oh, ich bin so dumm. Okay, das war jetzt unnötig, dieser Tod. Dadurch kommt dann da links nämlich an den Block, der macht eine Ranke und damit kommt man oben an den Helm. Und dann kommt halt das Miese an dem Level. Was halt erstmal so ein bisschen verwirrend ist, man erstmal sich so denkt, hä, was ist denn jetzt los? Und was auch der Grund ist, weshalb ich dieses Level überhaupt nochmal spiele. Dieser kleine Kniff, den man da hat. Und zwar, man hat hier natürlich auch nur eine Chance mit dem Spiky-Helm. Damit kann man nämlich unter anderem den hier kaputt machen. Der nervt nämlich sonst ein bisschen. So, was ich euch jetzt zeigen wollte, weshalb wir auch das ganze Ding hier machen, war nämlich dieser Kniff. Man denkt ja eigentlich, man muss da lang. Aber da oben kommt man nicht weiter, hat sogar ein Deutscher geschrieben.
Und das ist so ein bisschen die Trollolol-Aktion. Sieht so aus, wenn es hier lang geht. Aber da unten ist der Tipp. Da unten ist der Tipp. Stachel auf Twomp, wie hier, glaube ich, im Englischen heißt. Und dann, da bin ich echt lange nicht drauf gekommen, kommt man mit Anschwung von hier, wenn man im richtigen Winkel drauf springt, kommt man bis hierhin. Und dann hier hoch und dann kommt man quasi weiter. Da muss man, wie gesagt, erstmal drauf kommen. So, man kann sich jetzt hier schnell mal einen Pilz besorgen. Wow, okay. Wir wollen jetzt nochmal schnell den Pilz. So, und dann auf geht's. Einmal hier durch. Und auch die Idee ist ganz cool. Man muss hier erstmal die Röhre aufmachen. Damit der fette Käfer hier rauskommt. Den kann man dann da geradeaus durchschießen, damit er hier die Wand aufmacht. Ich weiß nicht, ob der nochmal zurückkommt. Ich warte lieber vorsichtshalber mal. Sieht nicht so aus, als wenn er nochmal zurückkommt. So, dann können wir uns hier runterfallen lassen und dann sind wir im Ziel. Ich fand die Idee, wie gesagt, ganz cool. Dass es eigentlich so aussieht, wenn es da oben lang geht. Aber als dann Sackgasse ist und unten an der Tipp gegeben wird, wie man dann, wo man in Wirklichkeit lang muss. Das fand ich, wie gesagt, ganz cool. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch einen Stern dafür gegeben. Wenn nicht, dann vergebe ich jetzt einen Stern. Aber ich sollte eigentlich einen Stern dafür vergeben haben. Habe ich nicht. Mache ich jetzt. Bitte sehr. So, was gibt's denn noch? Was für gespielte Level hatten wir denn noch, die ich euch unbedingt noch zeigen wollte, bevor wir halt in die Random-Level gehen? Und da bin ich, wie gesagt, auch ein bisschen auf eure Tipps angewiesen, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, was denn so für coole Levels überall gibt und ich diese Level dann so ein bisschen umsetzen kann. Kirby's Castle, wie fand ich denn Kirby's Castle? Kirby's Castle war, glaube ich, ein bisschen zu easy. Super Wario Land, das fand ich, glaube ich, ganz... Fand ich das okay? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich könnte es ja mal spielen. Die Ideen, also die ganzen Level hier wollte ich auf jeden Fall nochmal gezeigt haben. Das war, wie gesagt, so die erste Session, die ich online gespielt hatte. Hier geht es natürlich, wie der Name schon sagt, mit Wario los. Und hier ist halt so ein bisschen Verarsche überall. Also hier ist zum Beispiel die erste Sackgasse mit Gegnern statt irgendwas Besonderem drin. Durch die Tür hier geht es dann in Wirklichkeit und muss halt immer den richtigen Weg finden. Fuck, und da ist unser Mario-Kostüm schon weg. Da unten ist auch in Wirklichkeit nur ein Kamek drin, sollte man also nicht aktivieren. Da kriegen wir unseren Mario zurück. Dann wie gesagt, ich fand das Level eigentlich so cool, weil es so viele Verarschungen hatte. Da links kommt man auch, glaube ich, nur wieder zurück irgendwie. Ne, zurück kommt man da nicht, aber das ist auf jeden Fall auch nicht der richtige Weg. Das hier ist nämlich der richtige Weg. Hier würden wir nochmal ein Mario-Kostüm bekommen. So, hier muss man aus dem Ding raus, sonst kommt man da nicht hoch. Kommt hier einmal der Gute. Und... So, hier bin ich lange falsch gegangen, denn ich bin immer hier oben lang gegangen. Bis ich dann festgestellt habe, dass es da gar nicht durchgeht. Hier gibt es nämlich nur einen Kampf gegen den Hammerbruder. Und wenn man... Den habe ich tatsächlich lange gebraucht, bis ich den besiegt hatte, weil ich hier nie als Wario hingekommen bin. War damals sogar auch um einige schlechter als jetzt. Bin immer noch nicht wirklich gut, aber auf jeden Fall besser als damals. Und ich habe halt immer diesen komischen Hammerbruder dann endlich versucht zu besiegen. Als ich endlich besiegt habe, habe ich festgestellt, dahinter ist nur eine Sackgasse. Deswegen auch dieses Gelächter, wenn man reinkommt in den Raum. Ich glaube, das ist auch eine Sackgasse gewesen. Ja, diesmal muss man gegen den Gumba kämpfen. Das nächste Mal war es, glaube ich, ein Pilz, der auf uns zufliegt. Das sind alle Sackgassen. Man darf das eigentlich alles nicht wirklich ernst nehmen. Das Level kommt natürlich ein bisschen cooler, wenn man es noch nicht kennt. Weil jetzt kenne ich mich halt hier ein bisschen aus. Wir müssen in Wirklichkeit nämlich hier hoch. War die Röhre richtig? Ne, die Röhre war, glaube ich, auch nicht richtig. Ich glaube, richtig war diese Tür hier. Ne, diese Tür war auch falsch. Okay, ich glaube, ich bin nie durch diese Tür gegangen. Sondern die Röhre hier war richtig. Die Röhre war auch falsch. Wo ging es denn dann lang? Was zum Teufel? Wo ging's lang? Ich weiß nicht, wo es lang ging. Ach, da rechts. Okay, ich verstehe schon. Hier kam noch was und hier musste man nämlich hoch. Die Röhre war nämlich der Fake, durch die ich gegangen bin. Und das ist die richtige Tür. So. Das ist nämlich die richtige Tür, weil hier kriegt man einen Power-Up.
nochmal ein One-Up, wenn man es möchte. Und hier geht es dann auch weiter. Auf die Zielgeraden, kann man es mal sagen. Da ist er nämlich. So, ich fand die Lee auch ganz cool. Ist jetzt wie gesagt auch nicht das beste Level aller Zeiten, aber ist auch ein Level, was man ganz cool finden kann mit den verschiedenen Secret Exits. So ein klassisches Geisterhaus. Wie man es halt so kennt. Ist auch eine ganz tolle Sache. Okay, gibt es noch irgendwas gewesen? Gibt es noch irgendwas, was mir jetzt gerade entfallen ist an coolen Leveln? Mysterious Spinny Castle, das Labyrinth, aber das sind die, die wir schon hatten. Ghost Airship, wie fand ich das denn? Das war, glaube ich, auch ganz okay. Das war das Splatoon-Level, Don't Press Anything. Das war von demselben Typen wie das, was wir als allererstes gespielt haben, was wir auch das einzige Online-Level, was wir schon vor diesem Part gezeigt hatten. Das Splatoon-Level war, glaube ich, auch ganz okay. War jetzt auch nichts super mega geiles, aber war ganz okay. Und da ist nämlich auch schon der Grund, weshalb das jetzt Splatoon heißt. So, dann gehen wir mal als Inkling voran. Und das, wie gesagt, finde ich eine ganz coole Idee, dass wir quasi als Blooper hier im Unterwasserlevel lang schwimmen können. Die Idee hatte ich tatsächlich auch schon in einem Level, was ich mal erstellen wollte. Also der Pilz, der soll uns ein bisschen auf die falsche Fährte locken. Hier oben geht es nämlich in Wirklichkeit lang. This one, da war, glaube ich, auch noch ein Dingens drin. Mal kurz gucken. Ja, da war ein zweiter von diesen Bloopern drin. Oh. Fuck, beim letzten Mal bin ich hier durchgekommen, ohne getroffen zu werden. Scheiße. Egal. Ich wäre gerne nochmal als Splatoon ins Ziel gekommen. Das hätte ich nicht beim letzten Mal auch geschafft. Diesmal leider nicht. Diesmal leider so ein Ziel. Ist wie gesagt nichts Besonderes, aber ich fand die Idee eigentlich ganz cool, dass man quasi als Inkling mit Bloopern zusammen im Wasser schwimmt. Und wie gesagt, die Idee hatte ich privat auch schon, bevor ich dieses Level das erste Mal gespielt habe. Und werde die wahrscheinlich auch irgendwann mal umsetzen. Aber ich bin noch lange nicht dabei, ein Level gebaut zu haben. Also ich habe noch nicht mal angefangen, Level zu bauen. Bislang bin ich echt nur am Aufnehmen gewesen. Es ist immer noch der Release-Abend. Und ich komme einfach von dem Spiel nicht los. Ich habe von dem Spiel echt nicht viel erwartet, weil ich ja echt, wie gesagt, normalerweise nicht so der Riesenfreund von Dingens bin. Von 2D-Marios. Aber irgendwie hat mich dieses Spiel echt megamäßig hat es mir angetan, muss man mal so sagen. Ich habe irgendwie gedacht, warum kenne ich die Level denn alle nicht? Das liegt daran, dass wir nicht mehr in unseren gespielten Level sind. Irgendwas gab es hier noch, was ich euch zeigen wollte. Irgendein Level war noch ganz cool, was ich gerne sehen würde. Oder gerne zeigen würde. Was war das denn nochmal genau? Das hier war, glaube ich, auch wieder so ein Don't Press Anything-Ding. Das war das Cheap-Cheap-Ding. Gab es nicht noch irgendwas? Ich glaube, es war das hier. Ja, das war das Fluglevel, genau. Das wollte ich, glaube ich, nochmal zeigen, weil das auch eine ganz coole Sache war. So, und hier bin ich tatsächlich, nachdem ich den Endboss des Levels geschafft hatte, nachdem ich ihn besiegt hatte, habe ich vergessen, dass ich nicht mit Springen nach oben fliege, sondern mit nach oben drücken und bin dann tatsächlich aus dem Ding noch rausgesprungen und bin noch gestorben. Nachdem ich eigentlich schon im Ziel war. Ich hatte nur noch geradeaus gemusst, es kam kein Gegner mehr, ich war durch und dann bin ich noch gestorben. Okay, die Blumen hier sind eigentlich ziemlich unnötig, finde ich. Also das Level wäre noch wesentlich angenehm schwerer, wenn die Blumen nicht kommen würden. Wenn man sich hier oben hält... Okay, that's hard, fand ich eigentlich nicht, wie gesagt. Wenn man sich hier relativ weit oben hält, kommt man da relativ gut drüber über den ganzen Kram. Und hat eigentlich keine großen Probleme. Beziehungsweise sollte eigentlich keine großen Probleme haben. So, die muss man alle machen und dann sind wir eigentlich schon beim Endboss. Wie gesagt, wenn man sich oben hält, hat man kein Problem. Und ich habe auch beim First Try bin ich verkackt. Muss ich zugeben, beim Second Try bin ich bis hierhin gekommen und bin danach im Endboss-Fight runtergesprungen. Ich Vollidiot, da kommt er nämlich angesprungen. Bowser Jr. mit Flügeln.
Dafür muss man einfach einmal auf seinen Kopf springen, so wie jetzt. Ein zweites Mal auf seinen Kopf. Wo bin ich denn? Da bin ich. Ein zweites Mal auf seinen Kopf. Und ein drittes Mal müssen wir jetzt noch. Verdammt, das hat uns erwischt. Egal, das war das dritte Mal und damit ist er auch Geschichte. Und jetzt habe ich vor Freude springen gedrückt zum Hochfliegen und bin quasi gestorben. Aber ja, ist wie gesagt eigentlich kein großer Akt. Aber die Idee war cool. Die Idee war wirklich cool. Man hätte vielleicht oben noch eine Begrenzung einbauen müssen, also irgendeine Decke oder so, dass man nicht so einfach drüber fliegen kann, wie ich es gemacht habe. Das hat das Ganze nämlich ein bisschen zu einfach gemacht, muss man sagen. Level Start was too crazy? What the fuck? Okay, naja. Aber wie gesagt, ich fand's ganz cool. Und ich würde sagen, das reicht auch für den ersten Online-Part von Super Mario Maker. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich eventuell die Level spiele, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, wenn ihr mir welche empfehlt. Oder wir schauen uns einfach mal die Level an, die wir hier in der Rangliste finden. Da werden sicherlich auch einige dabei sein, auch wenn immer noch dieses Don't Press Anything auf Platz 1 ist. Press Right, Run and Enjoy. Das sind halt überall diese, auf Platz 1 sind diese ganzen Level, wo man nichts machen muss. Also drücke nichts, drücke nichts, drücke nichts oder drücke nur nach rechts und laufe und schau zu und so. Die sind zwar alle ganz cool und brauchen bestimmt auch unfassbar viel Zeit, um die zu erstellen und so weiter und so fort. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber es macht halt gameplaymäßig nicht so den Spaß. Es ist halt cool, kann man sich einmal angucken, aber ich glaube nicht, dass das zum Zu... Ich meine, das kann ja jeder, der das Spiel selber hat, einfach mal machen. Dazu braucht ihr mich ja nicht. Deshalb, ja, wie gesagt, die Level sind ganz cool, aber jetzt nichts, was ich im Let's Play irgendwie so überhäufig oft spielen möchte. Also wie gesagt, ich guck mal, ob ihr mir Level in die Kommentare schreibt, die ich spielen soll. Oder ansonsten schauen wir uns einfach die Sternrangliste an und... Oder ihr macht mir selber noch Level. Haben wir, wie gesagt, heute auch schon einen Abonnenten bzw. Zuschauer gehabt, der ein Level erstellt hatte und gerne wollte, dass ich das zeige. Das war ja auch das erste Level des Parts und ja. Wenn ihr Lust habt, erstellt Level, schreibt mir in die Kommentare. Dafür müsst ihr mir einfach diesen 12-stelligen Code in die Kommentare schreiben, den man bekommt, wenn man Level erstellt. Und den gebe ich dann ein und werde das dann genauso wie im ersten Level einmal zeigen im Let's Play. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.